so ist, wäre ich froh darüber, wenn es hinter mir aufgeben würde. Nicht so gut. Und weg, weg, weg. Okay, ich habe jetzt wirklich jede Bodenplatte mal betreten und müsste alles getriggert haben. Ich hoffe mal, das hat jetzt da hinten auch das Gitter geöffnet. Okay. Da ist übrigens noch ein Gitter, wo vielleicht aufgeht. Dafür will ich aber bei beiden etwas mehr Mana haben. So, mal kurz zwischenspeichern und hoffen, dass das richtig war, was ich jetzt mache. Ich habe schon mal geschafft, dieses Schleim auszutricksen. Power. Nein, nein, das war nicht gut. Ja. Okay, das ist nicht schön. Nein. Ich muss diese Schleime töten, sonst komme ich da nicht durch. Und das ist ziemlich Kackarbeit. Moment mal, da fällt mir gerade was ein. Bloodthirst, Darkthirst, Smite Undead, Dark Missile. Darkness ist es auch nicht. Oder was Dark Defense? Detect Monster, nein. Stuff Shield. Ah. Genau das hier brauche ich. So.
wieder zu und sie ist doch gelähmt worden. Ich glaube, ich heiz hier doch erstmal durch. Versuche mich mal ein bisschen hochzuheilen. Sie ist noch immer paralysiert. Ich muss halt an die Druckplatte daran. Hier bin ich einigermaßen sicher. Oder auch nicht. So, ich habe die betätigt. Nein. Okay, ich muss wirklich mit den Schleimen Spießmuttenlauf spielen. Bin ich eigentlich gerade einigermaßen sicher, weil der kommt hier nicht weiter. Dann muss ich mich mal hier kurz ein bisschen heilen. Ich hätte doch noch den Festhalten-Zauber. Vielleicht sollte ich den mal anwenden. Kann ich den schon? Ich glaube, ich habe einen Erzzauber. Oder war es ein... Ah, da, Crispy Chris. Ach so, keine Slimes. Schade. So, jetzt hier durch, hoffentlich. Au. Noch geht's einigermaßen. Sollte nicht mehr auf die schießen. So. Einmal Leben regenerieren. Ich sollte vielleicht mal hier zwischenspeichern. Auch wenn das riskant ist. Ja, gerade deswegen. Ach so, das Ding von hinten schießt auf mich. Ah. Habe ich mich jetzt gedeadlockt? Ich hoffe mal nicht, dass ich mich gedeadlockt habe.
Nein, geh weg da. Oder genau. Schriftrolle, Press Key. Oh, ich bin hier. Earth Magic. Eine ziemlich coole Armbrust. Okay. Die kannst du auch mal du nehmen, solange. Ein Assassin's Dagger und zwei Death Stars. Wie viel wiegt der? Ein Kilo? Ist das schon zu schwer? Nein. Ja, was sagt das Ding? Grendal. Das Verhör-Equipment ist angekommen. Inklusive des Armbrustprototypen, den du angefordert hast. Es wurde rückwirkend an deine Spezifikation angepasst. Es scheint, als ob Moridin auch neue Munition hinzugefügt hat. Sie werden sehr gut funktionieren mit dem Design. Wo ist denn die Armbrust gerade? Da. Das heißt, du kannst gar keine Bolzen verschießen? Nein, verschiedene solche Sachen. Okay. Das ist interessant. Verschießt du auf Wurfwerfen? Nein. Eine Schurkenarmbrust, ernsthaft? Ja, jetzt habe ich halt zwei Pfeile weniger. Das ist blöd. Zurück zum Text. Dieses Paket enthält außerdem Sachen, die Saruman angefordert hat. Sieh zu, dass er sie so schnell wie möglich erhält. Ich hoffe, dass seine Exekution bald angeordnet wird. Und dass wir diejenigen sein werden, die es tun. Nur damit du Bescheid weißt. Die Wächter haben seinen Verrat vorhergesehen. Und seine Forschungen sind alle fast erreicht. Außerdem hat sich der Shaft Control Room Entry Code geändert. Diese sind nun Süden, Westen, Osten, Westen, Osten, Süden. Süden, Osten, bla bla bla. Du musst beide Codes eingeben, ohne den Raum zu verlassen. Präg sie dir ein und zerstöre dann die Schriftrolle. Okay.